Sie sind hier, 12. Februar 2019, 20.44 Uhr München. Die Trikotverkäufe beim FC Liverpool laufen besser denn je, was für die Fans des letztjährigen Champions League-Finalisten allerdings unangenehme Folgen hat. Der sportliche Höhenflug des FC Liverpool hat bei den Reds für einen neuen Rekordabsatz in Sachen Trikotverkäufe gesorgt, mit unangenehmen Folgen. Fans, die aktuell auf der Homepage des ehemaligen englischen Rekordmeisters versuchen, ein Heimtrikot zu kaufen, erhalten eine Mitteilung des Vereins. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden. ANZEIGE FC Liverpool in Trikotnot. Darin heißt es, wegen der erheblichen Nachfrage nach unserem Heimoutfit sind derzeit viele Posten nicht vorrätig. Die Trikots der Saison 2018-19 sind die erfolgreichsten unserer Geschichte. Auf der offiziellen Liverpool-Homepage sind Heimtrikots derzeit nur schwer erhältlich. Urheberrecht FC Liverpool. Um die Nachfrage bedienen zu können, habe der Verein bereits eine weitere Neubestellung an Heimtrikots veranlasst und wir arbeiten hart daran, dass unsere Fans diese baldmöglichst kaufen können. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige. Sobald die neuen Artikel verfügbar sind, sollen die interessierten Anhänger eine Benachrichtigung zur Vorbestellung erhalten. Voraussichtlich Mitte Februar. Champions League Duell mit FC Bayern. Bereits in der vergangenen Saison, in der das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp erst im Champions League-Finale an Real Madrid gescheitert war, hatte Liverpool bei den Trikotverkäufen einen neuen Rekord aufgestellt. Noch bis zum Ende der Saison 2019-20 werden die Reds von New Balance ausgestattet. Der Vertrag mit dem Sportartikelhersteller soll rund 40 Millionen Euro jährlich wert sein. DAZN gratis testen und die Champions League live. Februar ab 21 Uhr im Live-Ticker.